Wieso wollt ihr mitfahren? Nö, ich wollte nur Milli ärgern, der Bus passt ja zu mir, weil er so pink ist. Hast du dich auch gemacht? Wollen? Ja. Du bist ein bisschen mit Fernwisch, ne? Das hast du jetzt schon gemacht. Egal. Ich bin nur hier einfach. Viel schneller in Bandkrieg als Ich hab Panik gekriegt. Ja, ich hab Hunger. Ich war auch zu hell auf einmal. Auf die Bühne war das. Ich hab auf den Stand nicht eingemacht, weil das manchmal nicht so hell. Das war zu doll gewendet. Ja, Dame kommt, grüßt. Dann Ruhe einkramen, grüßt. Ich glaube, man wird noch mehr. Gib mir noch mehr Ruhe in der Stufe. Ex-Mikrofon. Ja. Also ein Bus geschoben. Ein Bus ist sogar sieben. Das war der jetzt, der musste. Das war der Seite. Da muss der Ball werden. Da kommt zu Bedauern. Schlecht gespielt. Da waren sie ganz schlecht sortiert.
Seite Thomas Müller gestartet, wieder auf den anderen Insel zurück. Ja, wir kommen zum Beispiel. Nein, in den Lauf, da kann man jetzt auch Müller anhalten. Der Start bei mir nicht. Aber der muss einfach auch besser in den Lauf gespielt werden. Dann geht Thomas Müller 1 gegen 1 auf Gianluigi Buffon zu. Oder wäre es natürlich die gigantische Chance geworden. So war es leider nichts. Dann nochmal der Nachschuss von Bastian Schweinsteiger sozusagen am Ende dieser verkorksten Aktion. Hat dann auch nichts eingebracht. Also wirklich sehr, sehr schade. Noch 12 Minuten zu spielen in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. 1:1 der Spielstand. Deutschland mit Thomas Müller dran am italienischen Strafraum. Der hebt den Daumen und sagt, das war gut, ich konnte ihn nur verlängern. Wenn er ein bisschen flacher gewesen wäre, hätte ich mit der Brust annehmen können, das wäre noch besser gewesen. So ist er jetzt bei Buffon in den sicheren gelben Torwart-Handschuhen. Zumindest der eine gelb, der andere ist pink. Und jetzt schießt er ihn mit den, da bin ich mir ganz sicher, mit den gelben Fußballschuhen nach vorne auf den Mittelstürmer, der immer wieder gesucht wird als Ableger. Aber dann ist Boateng da und knallt ihn nach vorne. Thomas Müller setzt hinterher. Also ein schönes Spiel ist das jetzt nicht mehr. Der Ball ist häufiger in der Luft als am Boden. Aber das ist da, das ist schlecht. Achtung, Jerome Boateng ist da und macht den Kopfball zurück. Sehr schnell, dieser Moment zu entscheiden. Und dann neue Einwechselspieler bei den Italienern. Wie bei Robert, wenn er sagt, du darfst nicht mitfahren, aber du bist als Fahrgast da, dann musst du halt auch jede Endhaltestelle aufsteigen. Info, wie geht's? Ja, eigentlich jetzt noch kein Feierabend. Ja, eigentlich ist noch kein Feierabend. Na, ist schon Feierabend oder was? Ja, cool, ne? Was? Quatsch, hier ist noch keine Menschenseele mehr, das tut mir voll leid. Ach, wie Glück hast, kommt uns Ding. Ja, der kommt uns eh ins Ding. Ja, der kommt uns genau im falschen Platz. Ich glaube, ich von der Betriebslenkung nicht erwischen lassen. Ruf ihn mal nach vorne kurz. Ich will der Kopf lassen.
Wieso hast du mich vorhin so komisch angeguckt? Naja, ja, wo ich dir Hallo gesagt habe, ha? Merk mir dein Gesicht! Einmal hin, einmal zurück, feiern. Guter Job, ne? Seid langweilig, ne? Hatten die schon mehr, ne? Du musst das Volksdorf stehen, Mann. Da sind vier Leute im Volksdorf, die Schweine, ne? Ja, zwei oben auf dem Bahnschiff und zwei oben. Zwei oben. Ja, ja, ich bin mit Peter auch nicht so ein Handel, ich kann mir von Lage. Der Chef in Ruhe steht wieder. Nehmen Sie gleich hin nach Wandsteck. Brauchen Sie nicht so lange hier große Bahn fahren. Dass wir Feierabend einwirken. Dankeschön. Danke gleichfalls. Die Runde beginnt für mich. Ich dachte, meine letzte Runde beginnt. Noch einmal Volks und einmal zurück feiern. Früher haben die, weiß ich, die Jungs immer einen Zehner gekriegt. Was tut der jetzt? Ja, ne, echt 33. Ja, geiler Standort schicken. Nicht, dass du da irgendwo verbreitet und chillst und sagst, ja, ich war da. Nicht, dass die denken, du warst nicht da und hast du nicht gechillt. Sie haben wieder da gesehen, wie ich da war.
Kann man kontrollieren, oder? Nee, kontrollieren nicht, aber die haben mich da halt 32 Minuten, sag ich mal, ne? Achso. Bis dahin war. Ich habe auch die ganze Zeit mit denen geschrieben gehabt. Passieren, mein Gott, das so Akku leer, den ganzen Tag chill ich da, ne? Ja, das, ich meine, was will ich? Ich hänge da die ganze Zeit um, ich 4 Stunden, ich habe vier Leute, die wir da mal angesprochen haben. Mich haben in den ganzen 10 Stunden 3 Leute angesprochen. 3 Leute. Lohnt sich ja. Ist okay, Mann. Leicht verdient ist Geld, wie gesagt. Aber nein, das ist langweilig. Ich will einfach nur auf den Rücken oder was. Oh, mir, auf 20 Euro. Aber den Endsturz darfst du nicht haben. Ja, zwischen. Welche Ecke von Hamburg kommst du? Ich bin schon. Gerne, oder? Ja, was ist das? Willst du denn draufziehen? Was meinst du, wie wir das denn kurz machen?
Wenn wir die Oper mal rufen, die kommt, dann meine Frau das reinste Mal. Scheiße, mach die Leute raus, die sind weg, ey. Dann hat er aufgehört, ich wollte ihn nicht anfangen, weil ich kann am Ende rein. Scheiße, ja. Ich weiß nicht, wie lange Verschossen. Das gibt's doch nicht! Ja. Hat er noch der Fliege zugeschossen? Der war
Schritt geschossen, hier dieses Tänzeln. Dieses Schmerzen muss einfach nicht. Er wollte dann ausgucken, Buffon bleibt lange stehen und springt dann aus seiner Sicht in die linke Ecke und war auch nicht festgeschossen. Und damit halten wir fest, die beiden zweiten Schützen sind durch in diesem Elfmeterschießen. Und auf beiden Seiten hat nur einer getroffen, weiter ausgeglichen. 1:1, Manuel Neuer, Anfeuerungsrufe im Stadion und Andrea Bazzani.